Hallo, Charles. Ist die Frau, die wir suchen, aufgetaucht? Es heißt, dass sie gerade außerhalb der Stadt für Aufruhr sorgt, in einem Dorf namens Lexington. Dann fangen wir dort mit der Suche an. Wir treffen uns da. Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Ironsoft Assassin's Creed 3. So, Folgendes ist passiert. Irgendwie hat er die Aufnahmekarte gar nicht gestartet. Und er hat auch mir mein Ziel jetzt nicht mehr gezeigt. Jetzt ist es da. Ich muss nämlich das ganze Game nochmal neu starten. Und naja, es war so, wir sind hier in den Pub rein. Oder in den Pub, also hier in die Spelunke reingegangen. Und haben uns mit Charles Lee getroffen. Und er hat uns gerade gesagt, dass sozusagen die, wie heißt es hier, die Indianerfrau gerade irgendwo außerhalb ein wenig für Chaos sorgt. Und da wollen wir jetzt gerade... Ja, ist doch gut. Da wollen wir gerade mal nachschauen, was da sozusagen an Stress sie da macht. So ist. Ob wir sie finden, sozusagen, ja. So, jetzt seid ihr im Bilde. Mein Auge juckt immer noch, wie hole. Ah, wartet mal. Also mein Auge juckt gerade. Das ist ein wenig sehr anstrengend. Ich kann euch nicht sagen, wieso, weshalb, warum. Es juckt gerade nur sehr schlimm. Und sobald ich wieder normal kann, dann reiten wir auch schneller. So, los geht's. Geht mir alle aus dem Weg. Geht er aus dem Weg? So. Noch Folgendes. Und zwar, ich habe mich dazu entschlossen, keine Sammelobjekte zu sammeln, weil ich habe mal durchgeschaut. Laut den Errungenschaften hatte ich die damals schon doch alle gesammelt gehabt. Ja. Also ich habe alle Almanachs gesammelt. Es waren, glaube ich, Almanach-Sachen waren eigentlich nur, ich glaube nur Gequatsche zu bekommen irgendwie. Also nichts Wertvolles, also nichts, wo ich sagen muss, yeah, das muss es sein, ja. Deswegen. Aber nicht so schlimm, nicht so schlimm. Ich habe damals, das war am 7. Juni 2013 das Game angefangen gehabt. Und war dann am 9. Dezember erst fertig geworden. Also, ja, ich habe mir lange viel Zeit damit gelassen. Ein gutes halbes Jahr, kann man sagen. Ja. Und ja, ich glaube nicht, dass wir hier jetzt ein halbes Jahr dran hängen werden. Ein bisschen schon, das ist klar. Aber ja, so lange wird es nicht sein. Glaube ich jetzt nicht. Und naja, mal gucken, wie lange wir jetzt dann brauchen werden. Weil ich ja, wie gesagt, halt jetzt keine großen Sammelobjekte sammeln muss mehr. Sondern, Auge juckt immer noch, ist ja schlimm. Sozusagen schon hatten. Und da das mir, glaube ich, keine spielerischen Möglichkeiten bringt, dann brauche ich das auch nicht. Ich war das nicht. La 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 la. Ich war das nicht. Ich habe nichts getan. Pferd, kommst du? Na los, komm her, Pferd. Puh, ich war das eigentlich nicht. So. Ja klar, natürlich wirklich raus hier. Ja, mal gucken, wo wir jetzt ganz hinreiten müssen. Das ist ja jetzt zum ersten Mal nach draußen. Außerhalb von Boston. Wir betreten sozusagen das wilde Land. Ja. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Ich muss zugeben, ich habe jetzt einige Sachen nochmal... Durch die Errungenschaften sind mir so einige Sachen wieder eingefallen. Aber von der Story her... stehe ich auf dem Schlauch. Tut mir leid. Also, stehe ich immer noch auf dem Schlauch, ja. Deswegen, na, nicht stehen bleiben.
da entlang? Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber... Naja, ansonsten müssen wir weiter reiten. Ich kann... Ah, jetzt kann ich auch galoppieren. Sehr schön. Da lang. Nee, ist falsch. Hier entlang. Bin ich jetzt richtig? Boah, wie weit muss ich denn reiten? Wachhunde haben ein feines Gespür, ja. Okay. Ach so, wir sind schon da. Okay. Na, Schalzli. Habt ihr sie gefunden? Sie hat ihr Lager nicht weit von hier. Sehr gut. Nun, je eher wir sie finden, desto rascher können wir wieder ins Warme. Okay. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten, Sir. Ja? Braddock besteht auf meiner Rückkehr in seine Dienste. Ich bat um mehr Zeit, doch ohne Erfolg. Ihn ärgert bestimmt noch der Verlust Pitcairns. Ganz zu schweigen von seiner Demütigung. Tut wie verlangt. Ich versuche derweil, euch freistellen zu lassen. Der Ärger tut mir sehr leid. Nicht eure Schuld. Fußspuren! Fußspuren? Ach ja, das werdet ihr dann auch öfters hören dürfen. Ah. So, und jetzt? Zu spät. Das Feuer ist noch nicht lange aus. Die Spuren im Schnee frisch. Sie ist noch nicht weit. Und unsere Pferde sind weg. Ja, super. Verdammt. Okay. Die Spuren sind frisch. Es muss nur sein. Sie hat sich nach oben gewandt. Aus dem Schnee heraus und in die Bäume. Hör ich da gerade einen Wolf? Da hinten. Okay, hier nach oben, hm? Hier? Ist schon geil, guck. Können wir ein bisschen Schnee nachziehen? Man kann gar nicht so hüpfen, wie ich gerne möchte. Na gut. Ah, guck mal, hier kommen wir schneller voran. Oh, da ist sie ja schon. Ah, sie baut eine Falle gerade auf. Wartet hier. Okay. Warte, komm zurück! Geh zurück zu Braddock, Charles, bevor er Verdacht schöpft. Ich komme hier allein zurecht. Aber, Sir! Kein Aber. Geht! Lauf nicht weg! Ich muss mit dir reden! Ja, bleib hier! Ich bin nicht so schnell im Schnee. Ich bin nicht dein Feind! Bitte, hör mir doch zu! Boah, ich komme nicht hinterher. Oh mein Gott, Weib, so lass mich doch sprechen! Genug von diesen Spielchen! Oh. Okay, Oh, Quicktime-Events, da hasse ich wie die Pest.
Oh, die werde ich. Also, die werde ich auf jeden Fall öfters versauen. Keine Sorge. Da kommt der nächste. Okay. Nee, die Tiere kann ich nicht ausnehmen. Ja, musste sein. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier irgendwie... Okay. Ah ne, Mist. Du kostest mich Nerven, da oben. Weib! Wo lang bist du? Da lang. Da lang. Ah, Mist! Ich dachte, da nach oben gehst du weiter. Nein, lauf doch nicht weg. Ah, geschafft. Ist das richtig im Kopf? Ich, Haven, ich komme in Frieden. Warum sprichst du so langsam? Entschuldige. Was willst du? Nun, deinen Namen fürs Erste. Ich bin Gazizio. Ist mir eine Ehre. Gazizio? Nenn mich einfach Zio. Dio? Zio. Zio. Nun sag mir, warum du hier bist. Woher hast du das? Einem alten Freund. Diese Zeichen gibt es nur an einem anderen Ort. Wo? Es ist mir verboten, darüber zu sprechen. Ich hab euch befreit. Bedeutet dir das gar nichts? Schau. Ich bin nicht dein Feind. Nicht weit von hier ist ein Hügel. Triff mich dort. Und wir sehen, ob du die Wahrheit sprichst. Okay. Achso. In diesem Dorf lagern Soldaten, die unser Volk von hier vertreiben wollen. Ihr Anführer ist ein Mann namens Bulldog. Edward Braddock. Du kennst ihn? Er ist kein Freund von mir. Jeden Tag sterben mehr meines Volkes wegen Männern wie ihm. Dann schlage ich vor, das zu beenden. Gemeinsam. Was hast du im Sinn? Wir töten Edward Braddock. Doch erst müssen wir ihn finden. Ja. Wie schon gesagt. Das nächste Mal, wenn wir uns treffen, stirbt er. Ich vertraue dir nicht. Ich weiß. Und doch bleibst du. Um dich zu überzeugen. Das passiert nicht. Das sagst du. Das weiß ich. Okay. Und doch bleibe ich. Na gut, das heißt jetzt da in die Spelunke rein, hä? Oder, ja, ist eine Spelunke, sind so fies. Okay. Naja. Du bleibst hier. Eine Mohawk-Squaw wird Verdacht erregen. Oder noch Schlimmeres. Das ist nicht das erste Mal, dass ich euer Volk besuche. Ich kann auf mich aufpassen. Okay, okay. Das hoffe ich. Okay. Gespräche belauschen. Ich will da nicht stationiert sein. Das ständige Tosen der Brandung, das Salzwasser brennt in den Augen und die verdammten Möwen kreischen und scheißen alles voll. Bist du sicher, dass wir da hingehen? Ei, wenn Bulldog wieder eine Expedition zusammenstellt. So heißt das also neuerdings, Expeditionen. Ja, sehr schlau. Gib den Dingen schöne Namen und schon wird alles verziehen. Was ist denn, Nachbar? Alles okay, alles okay.
Wir hören uns nur ein paar Sachen an. Er kam zu Ohren. Die Franzosen wollten bis hierher vorrücken. Was Braddock wohl dagegen unternehmen will? Der ist schon zum Vorposten aufgebrochen. Ich wette, unsere kleine Ruhepause hier ist bald beendet. Wir marschieren sicher bald nach Süden. Okay. Die meisten Freier sagen, sie vermissen ihre Mutti. Ich nicht. Oi! Wohin willst du? Raus? Nee, dein Zwillingsbruder. Also ich wollte gerade gehen. Ah, und nun? Tja, nun werde ich dir ein paar Zähne ziehen. Und du hattest Angst, ich könnte das Problem sein? Naja. So, wer will noch? Naja, okay, gut. Eine Wunde. Ach, das ist nichts. Ich habe doch gar nichts abbekommen. Hier. Das sollte die Blutung stoppen. Okay. Das war nicht nötig. Aber danke. Wir sollten weiter. Triff mich später bei Braddocks Camp. Hey, die haben mich angemacht. Also haben die es... Ja, die haben es verdient. Neue E-Mail erhalten. Okay. Ja. Okay. Ah, es wird sich bestimmt keiner hier beschweren, dass wir hier mal ein Pferd ausleihen. Da lang. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir einfach hier unten lang reiten müssen, weil es... Okay. Ah, wir reiten einfach mal hier entlang. Nach oben? Ich weiß es nicht. Nee, nee, wir reiten noch ein Stückchen weiter. Vom Gefühl her einfach erstmal. Und dann... Nee, noch weiter. Ganz normal weiter, okay. Hier ist ein... Wagen, okay. Irgendwo da drüben müsste er sein. Wir reiten hier oben entlang. Hier sind Soldaten. Schon mal. Okay. Hallo Soldaten. So. Hier entlang. Da entlang. Nö, hier ist nix. Okay, hätte ja sein können, dass hier irgendwas ist. Ah, das ist Lager. Ah, ich bin sehr subtil hergekommen. Nutze den Schneesturm, um dich zu tarnen. Hast du etwa Zweifel? Das nicht. Aber ich muss vorsichtig vorgehen. Geh schon, los. Ich halte von hier Ausschau. Okay. Ich
verstecke mich in dem Karren. Was? Ich verstecke mich in den Karren? Welcher Karren? Okay, den meint er. Puh, ich nehme schon mal versteckte Klinge. Im roten Bereich auf der Minikarte sind wir mit dem Gebiet. Achso. Mal sehen. 2 Fässer Salz, 12 Pfund Schwein, 10 Pfund Rind, 7000 Eier, 16 Lack Käse. Nicht aus Frankreich, keine Sorge. 5 Flaschen Whisky, ein paar Dutzend Uniformen, Stiefel und Leder zum Flicken, Decken, Karren mit Pferdestrom. Was noch? Was noch? Das war's. Mehr habe ich nicht. Okay, cool. Sind auf jeden Fall gleich drinne. Cool. So, das heißt, wir müssen wahrscheinlich unbemerkt das alles machen. Diese Kanonen sehen nach Ärger aus. Vielleicht sollte ich sie sabotieren. Okay. Ach. Keine Wache töten. Ja. Das ist jetzt vorbei. Na gut, vorbei. Vielleicht hier drüben. Na los, komm her. Zu mir! Zu mir! Okay. Warum ist der denn nicht hergekommen in den Wagen? Diese Kanonen sehen nach Ärger aus. Vielleicht sollte ich sie sabotieren. Braddock lehnt das Angebot ab. Kein Waffenstillstand. Verdammt! Warum, George? Welchen Grund nannte er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt. In welchem ihr derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen, so ungern ich es zugebe. Dennoch, sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagt mir sicherlich auch. Weit weg von der Heimat sind unsere Truppen verteilt. Und ich fürchte, Braddock Rückwurf macht ihn leichtsinnig. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keiner Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Wo ist der General jetzt? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Fort Duquesne, vermute ich. Letztendlich. Der Marsch nach Norden wird dauern. Eine Abschrift der Pläne liegt im Kommandozelt, falls ihr sie sehen möchtet. Wenigstens wird es bald zu Ende sein. Ich hab's versucht, John. Ich weiß, ich weiß. Diese Karte wird sicher nützlich sein. Ich muss sie finden. Ach, Mist! Nein! Wow, jetzt mache ich gerade beim Scheitern Doppelkombo. Diese Kanonen sehen nach super. Vielleicht sollte ich sie sabotieren. Okay, sabotieren wir erstmal hier diese Kanonen. Wir versuchen's. Ja. Erstmal ganz kurz abwarten. So.
warte ich ab, bis der erstmal hier vorbeiläuft, dann werde ich es auf jeden Fall sabotieren. Na, das dreh dich um. Ganz fix. Schön sabotiert. Da komme ich jetzt nicht entlang. Okay. Das ist erstmal soweit okay. So, das heißt, dann gehe ich da in das Gebüsch rein. So, die ist schon mal eh kaputt. Ach nein! Ach Mann! Diese Kanonen sehen nach Ärger aus. Vielleicht sollte ich sie sabotieren. Das kann sich ja jetzt ein wenig hinziehen. Braddock lehnt das Angebot ab. Kein Waffenstillstand. Warum, John? Welchen Grund nannte er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem er derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen, so ungern ich es zugebe. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagt mir sicherlich auch nicht. Weit weg von der Heimat unsere Truppen verteilt. Und ich fürchte, Braddocks Blutdurst macht ihn leichtsinnig. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keiner Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Wo ist der General jetzt? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Port Duquesne, vermutlich. Letztendlich. Der Marsch nach Norden wird dauern. Eine Abschrift der Pläne liegt im Kommandozelt, falls ihr sie sehen möchtet. Wenigstens wird es bald zu Ende sein. Ich hab's versucht, John. Ich weiß. Ich weiß. Diese Karte wird sicher ein Zug sein. Ich muss sie finden. Ich bin noch hier. Bleib stehen. Hilfe. Ach, Menno. Ah ja. Ich muss den töten. Ich muss das einfach tun. So. Ja, keine Wache. Keine Wache töten. Naja. Hey, stopp! Ja. Das waren jetzt schon mal drei, die ich jeweils getötet habe. Naja, dann sabotieren wir sie auch noch. So. Schön außerhalb laufen, damit wir nicht mehr im Gebiet sind. Das heißt, nur zu ihr zurück. Da ist jetzt ein Hund oder Wolf? Auf jeden Fall Rehe laufen hier rum. Nicht so nah an die Roten. Ich will ein bisschen weglaufen. Naja, ich hab's probiert. Aber jetzt muss ich sie töten. Ist halt so.
Wie sieht's aus? Braddock ist fort, um Truppen zu sammeln. Sie marschieren nach Fort Duquesne. Aber es dauert, bis sie bereit sind. Wir haben Zeit, etwas zu planen. Nicht nötig. Wir lauern ihm auf, hier in Flussnähe. Geh und hol deine Leute. Ich hole die meinen. Ich lasse dich wissen, wenn es soweit ist. Okay. Die will gleich zuschlagen. Nun gut. Ja, ich hab's vergeigt. Das ordentlich. So. Na gut, dann machen wir es so. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ja, denn ich mache jetzt hier Feierabend. Ich bewege mich dann zum Punkt hin. Und mache persönlich auch Feierabend, weil ich dann auch erstmal schlafen gehe. Sozusagen ist es ein bisschen spät. Und sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Und dann glaube ich, ist das schon der Hinterhalt, den wir hier machen. Also, euch noch einen schönen Abend und erstmal ciao, ciao euch.